Der deutsche Künstler Anselm Kiefer ist weltweit für seine monumentalen Malereien und Skulpturen berühmt. Nachdem er lange Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet hat, zieht er 1992 nach Südfrankreich in die Nähe von Barjac. Er kauft eine stillgelegte Seidenmanufaktur mit 35 Hektar Land und baut die bestehenden Gebäude zu Ateliers und Wohnräumen um. Kiefer malt nie die französische Landschaft, aber seit dem Jahr 2000 beginnt er, die Landschaft für eine Reihe von Installationen zu nutzen, die sich im Laufe der Zeit organisch weiterentwickeln. Am Anfang steht kein fester Plan. Ein Werk gibt den Anstoß zum nächsten und so entwickelt sich alles Weitere. Er gräbt ein unterirdisches Tunnelnetz, das einzelne Trakte miteinander verbindet, die Malereien und Skulpturen beherbergen. Mit Hilfe von Baumaschinen und mehreren Assistenten errichtet er Brücken, ein Amphitheater aus Beton, das an untereinander verknüpfte Räume grenzt und eine Landschaft mit 15 Meter hohen Betontürmen. Der neueste Bau in Barjac ist eine Krypta, ein unterirdisches Gewölbe, getragen von Säulen, die durch das Ausräumen der sie umgebenden Erdmassen entstanden sind.
in der Regel zu, Stunden. Il faudrait que je la sorte, hein. Je vous la laisse. Mais elle est coincée, non? Oui, mais pour l'instant, mais après... Il faut la couper ou quoi? Non, après elle sort entre les piliers. Elle sort, ouais. Elle passera entre les piliers. Ah, une oui. fois qu'on aura décaissé tout ça, pour voir si on ne peut pas installer des tapis. Ah, après, oui. Après, pour la suite. Hein. Mais pour l'instant, ça c'est le mieux parce que ça va toujours à côté de la machine. C'est une surprise, Tony. C'est une vraie surprise à la fin de mes jours ici. Mit dem Grund, warum Sie Bachakas gewählt haben für Ihre Arbeit, habe ich gehört, war das Licht? Na, das ist die alte Ideologie, dass im Süden ein anderes Licht ist. Aber ich brauchte an sich kein anderes Licht. Das Licht, ob das im Norden ist oder im Süden, das ist gleich interessant. Das Nordlicht ist ja auch interessant. Ja, das hat andere Farben oder eine andere... Das hat andere Farben, ja. Jedes Licht ist interessant eigentlich. Und das Licht spielt ja hier in Ihrer Arbeit eine große Rolle, also in den Tunnel- und Labyrinth-System sind ja auch so Lichtschachte, also ausgehoben. Es ist eigentlich die Ausschaltung des Lichts, die Ausblendung des Lichts. Es bleiben kleine Öffnungen, wo noch an das Licht erinnert wird. In den Tunnels ist eigentlich kein Licht mehr. Kann ich sagen, dass die lichtvoll sind. Da ist eigentlich ein Ort, wo das Licht ausgegrenzt wird. Wo es nur noch in kleinen Dosen hereinkommt. Durch die sieben Himmelspaläste. Und diese Wanderungen sind natürlich, die haben verschiedene Themen. Also es gibt, wie bei der Odyssee, gibt es eine Ansammlung von verschiedenen Themen, verschiedenen Vorstellungen. Und einmal gibt es Scherben, das spielt an auf das Sveratakilim aus der Mystik von Isaac Gloria. Weil die sieben Himmelspaläste sind ja nicht nur oben, die sind ja auch unten. Soweit es hochgeht, geht es auch nach unten. Jedes Mal, wenn so etwas in dem Tunnel sich ereignet, dann ist da drüber ein Haus, ein Gebäude, wo das dann stattgefunden hat, wovon wir jetzt die Spuren unten sehen im Tunnel. Das Regal mit Bleibüchern, die zum Teil auseinandergedrückt sind oder etwas zerstört sind durch den Einfall von Brocken.
Und beim Sternenfall, da sind es dann ganz viele Glasetiketten, wo ein Name oder der Name eines Sterns draufsteht. Alors, maintenant, on va le mettre contre une mer. Alors, vous allez chercher la mer. Et je crois le livre est trop grand, mais je ne sais pas en quoi il s'accommode. Alors, en tout cas, ça, je sais, c'est trop grand. Où on le prend pour l'autre tableau? C'est un autre tableau là. Est-ce qu'il a la même dimension? Oui, c'est le même. C'est la même dimension.
Calmez-le un peu, Golem. Calmez-le un peu, oui. Oui, c'est différent déjà. Quand je monte, ça casse la palette, non? Non. Das Buch und das Meer, das hat für mich immer einen sehr sinnvollen Zusammenhang ergeben. Weil das Meer ist ja, also diese Wellen, die da herankommen, andauernd und die geologische Perspektive vor allem auch des Meeres, also das Meer, das malt Felsen, Steine zu Sand und verwandelt ganze Gebirge in Sand und hat auch diesen alten, wenn man am Meer geht, wenn man das Rauschen hört, dann ist es eine Musik, die einen sehr weit zurückbringt, die einen zurückbringt auf unsere Anfänge, auf unser Wesen im Meer. Wir kommen ja aus dem Meer. Wir sind ja Meerestiere. Die Einzeller waren ja alle im Meer. Im Meer fing das Leben an. Und ich glaube, dass unsere Sehnsucht, das, was wir immer uns wünschen, ganz verborgen zutiefst wünschen. Und dass verschiedene Objekte haben kann, des Wunsches. Aber das Wünschen an sich kommt vom Meer. Es kommt von dem warmen, ursprünglich warmen Meer, 37 Grad, zu dem wir zurück wollen. Also in der Genesis wird ja davon gesprochen, dass der Geist über den Wassern schwebt. Das auch, ja. Und das ist aber auch noch mehr, das ist unser Gedächtnis, was in den Zellen ist, nicht im Kopf. Im Kopf ist ja nur wenig, was in den Zellen ist. Unser Gedächtnis in den Zellen, das führt uns zurück auf den glücklichen, unbewussten Zustand als Einzeller im Meer. Unser Blut ist ja Meerwasser. Außer dass da noch die roten Blutkörperchen drin zukommen, dass es rot ist. Aber die chemische Zusammensetzung des Blutes ist das Meer, wie das Meer. Ich hatte überlegt, das Buch ist ja aufgeschlagen. Mhm. Es hätte ja auch geschlossen sein können. Ja. Aber Sie haben ein offenes Buch gewählt. Ja, ich habe eine Seite vorgeschlagen. Ich habe als Beispiel eine Seite vorgegeben. Eine leere Seite? Ja, die ist nicht leer. Da ist ja alles enthalten. Bestimmt ganz viel enthalten in den Büchern. Et puis on aurait pu faire liquéfier.
Scherben ist etwas, was mich schon immer beschäftigt hat, Scherben. Das sind die Verbindung von Scherben und Asche ist auch interessant. Weil die Asche ist ja ein Endprodukt, ne? Das ist dann, also wenn, das ist der vorläufige Endpunkt Metamorphose, ne? Und die Scherben sind noch, das sind noch Formteile. Die Einheit, die Sicht, die Wertvorstellung, kann man vielleicht auch sagen, der Kunst ist zerbrochen, ist in Teile zerbrochen, ist auseinandergefallen. Es gibt keinen verbindlichen Kodex mehr. Quite a landscape, no? Yeah, don't do it too mechanically, you know? These are living things. It's not my idea. It's the idea of fake mythology. They plant teeth from dragons. From each teeth comes out a soldier. That's a story. That's Argonauts. That's not good, but it's really that's a Hollywood tooth. A Hollywood tooth, that's Liz Taylor tooth. Yeah. Has Malchut something to do with teeth? Not that I can think of. But I would like to have the teeth with this, and soften the teeth. You can write in Hebrew the word for teeth, no? Chin. This pencil is yellow, I don't like that. Right, if I put 10 teeth, another 10 sephirot. If I put 22 teeth, what it is? 22? The Hebrew letters? They do always things with that, the Kabbalists, you know? They count the letters of a word. No, they count the words in the text. And then they make any combination. And then it becomes completely ridiculous, you know? That it doesn't make any sense anymore. But they like this. So. Put them in here, please. A little more. No, this is. So, yeah. Fill it up. Stop.
Fantastic. Yeah. Okay. It's nice all of a sudden with the lead, no? It's good, yes. Okay, good. Grundsätzlich denke ich immer zu, wenn ich arbeite, dass ich jetzt einen in der Kindheit hergestellten leeren Raum auffülle inzwischen. Also ein Raum, der leer war, nicht nur aus äußeren Dingen, nicht nur weil bei uns natürlich kein Internet und sowas gab es noch nicht, aber auch kein Fernseher, ich glaube nicht mal noch ein Radio gab es, kein Fernseher, kein Theater, das gab es nicht auf dem Dorf irgendwo oder ganz in der Provinz. Aber auch leer, weil man alles, was man sieht als Kind, fällt ja auf ein, wie auf eine Wachstafel, wie auf was Ungeschriebenes und fällt da so hinein, wirkt dann und ist zunächst noch nichts Gefülltes. Ne? Ist ja nur zunächst mal aufgenommen, wie es ist. Es gibt noch keine Erklärung, es gibt noch keine Zusammenhänge, es ist einfach eine Ansammlung von unbedeutenden Dingen. Zunächst nicht bedeutend, was man erfährt, ne, für einen Schnurrda. Heute saust die Zeit dahin, im Alter, wenn man viel mehr arbeitet. Und als Kind gibt es eine unheimliche, gibt's ja Langeweile. Ne? Gibt es ja die Langeweile, was ja das Kostbarste eigentlich ist für später, ne? Die Langeweile. Die Langeweile ist ja das, wo man am Grund der Existenz ist, ne? In der Langeweile. Sonst erfährt man sich ja nicht, wenn man nicht Langeweile empfindet.
Weil jetzt wissen wir was, jetzt wissen wir über die schwarzen Löcher, wir wissen über die Relativitätstheorie, die Quantenphysik, die Astrophysik. Wir wissen einiges, aber eigentlich wissen wir gar nichts, ne? Wir wissen eigentlich gar nichts. Was war vor dem Urknall, ne? Jetzt ist die Idee, dass es da ganz viele Urknälle gab. Das ist immer ganz viele. Das ist, wenn es viele gab, nach der Ausdehnung des Universums zieht es sich wieder zusammen wie ein riesiges schwarzes Loch und dann gibt es wieder einen Urknall und so weiter. Also es gibt so viele Theorien und die Theorien beschreiben nur eine Unkenntnis, ne? Die beschreiben an sich nur unser Unwissen. Der ganze Fortschritt in der Wissenschaft, in der Technik, in der sagt mir nur immer, wie fehlerhaft ich bin und dass ich nichts weiß. Also wie fehlerhaft ich bin, wie unmenschlich ich eigentlich bin, wie unmenschlich die Menschen sind. Und was wäre das, was Sie im Kern, oder was ist das, was Sie im Kern betrifft? Ja, den Kern erreiche ich ja nicht, ne? Ich erreiche ja nicht meinen Kern. Ich erreiche ja nicht das Gesetz. Das Gesetz, was die Welt im Innersten zusammenhält, das erreiche ich ja nicht. Sie haben nur die Empfindung davon, dass Sie es nicht erreichen. Ja, es ist ein Vakuum. Es ist nichts. Und die Schönheit? Ja, die Schönheit ist natürlich der Popanz, der vom Meer getragen wird. Drum laufe ich immer weiter. Bitte? Drum laufe ich immer weiter. Das ist der Popanz, der vom Meer hergetragen wird. Apportez-moi quelques trucs, s'il vous plaît, Léo. Et la crêpe blanche. Très bien. Et la crêpe blanche, s'il vous plaît, elle doit être là sur au pied, la crêpe blanche, au pied de ce tableau-là. Non, la craie, non. Polem, expliquez. La craie et le fusain. Qu'est-ce qu'il pense? Merci. Man versucht ja, die Parameter der Kunst immer weiterzutreiben. Man versucht ja, das zu machen, was gerade noch Kunst ist. Das ist eine Grenzsituation und dann auch Grenze zum Unbekannten. Man will ja etwas machen, was man dann überrascht. Man möchte nicht immer dasselbe machen. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Voilà, da. Now glass, please. Glass. Nice. Oh, ça c'est bon. Ça, c'est un bel truc. Un peu trop. Und daher kann man auch sagen, Grenze, Überschreitung von Grenze oder versuchte Einblick über die Grenze hinaus, ja. Oder die Grenze überspringen. Oder an der Grenze entlang gehen und einmal dahin, einmal dahin, einmal dahin. Immer die Grenze wechseln. Ja, 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 ja!
schwer ist so ein Bleibuch? Zwischen 200 und 300 Kilo. Wie schwer ist so ein Element? Warte mal, ich glaube... C'est combien Tonnen ein Element? 7 Tonnen? Celui-ci, ouais, je crois. 7, 8 Tonnen, glaube ich. Das ist schön, dass die Bleibücher das Fundament oder ja. bilden oder so. Von ja, das ist... Moment, Alain. On fait pas simple, l'autre, pas dessus ou pas? Non, l'autre, on met pas... Tournez-le un peu. Attendez. Oh, ça passe. Oh, ça sera mieux, non? Gibt es bei Ihnen, also von den Materialien her, vom Blei, vom Flüssigen her und dem Spröden des Betons, so eine Materialia Oppositorum? Ne? Also, ja, genau. Nein, das interessiert mich immer sehr. Ja. Das Paradoxe auch. Ja. Ich habe mal das Dach von der Kathedrale in Köln gekauft. Und die haben mir gesagt, dass durch die Jahrhunderte die Bleiplatten unten schwerer sind als oben. Interessant, ne? Es fließt innerlich, die Moleküle, die sind nicht fest, die fließt dann runter und unten ist das Blei dann dicker und schwerer als oben. Der Blatt, das sind zweimal ein Meter Blatt. Interessant, ne? Also das Blei ist an sich ein Stoff, der an sich schon flüssig und das ist an sich schon die Metamorphose, das ja. Blei. Und die Elemente sind übrigens alle von Containern abgenommen. Elemente von Containern, wo da habe ich zwar immer Container zusammengeschoben, dann hat er wieder was ein Skulpteur macht. Ne? Er macht eine Form und gießt dann was rein. Ils sont pas aujourd'hui. Cette fois-ci, pas de musique. Il faut qu'il soit très proche de ça, sinon ça va pas. Comme ça. Sie haben gerade erzählt, dass bei Ihnen alles aus der Bibel kommt. Und nicht, aber das mit den Türmen kommt von der Bibel, weil ich war immer fasziniert seit Jahrzehnten von Lilith, die in verlassenen Ruinen lebt. Und das ist eine wunderbare Vorstellung, ne? Eine Frau, die in verlassenen Ruinen lebt und da ihren Werken nachgeht. Es heißt in der Bibel immer wieder, es wird ein Trümmerhaufen sein. Ne? Gras wird wachsen über euren Städten, das fand ich fantastisch immer. Und da wird ja auch mal Gras drüber wachsen, das fängt schon an, da überall.
Fällt Ihnen der Aufbruch schwer oder ist Ihnen schwer gefallen? Der Aufbruch von Pachak nach Paris? Nein, oder von, nein, von nein. Im Gegenteil, es war eine große Freude. Ich habe jetzt ein neues Atelier und... Wie sieht das aus? Es ist eine große Halle. Witzigerweise an der Autobahn zu Deutschland. Ich bin an der Autobahn und vor mir habe ich einen Flugplatz jetzt. Was natürlich eine wunderbare Konstellation ist, ne? Autobahn und Flugplatz. 110 Lastwagen, große Lastwagen sind da schon abgefahren. Also es bleibt ein Rest zurück, in jedem Haus bleibt ein Bild oder eine Skulptur und es bleibt so, wie es ist, aber die ganze Aktivität ist weg jetzt.